Hallo, ich bin der Manuel. Und ich bin Clueso. Und ihr guckt Orga TV. Gummibärchen, Manuel? Hatte ich gerade, Clueso. Danke. Hallo und herzlich willkommen hier bei unserer dritten Sendung bei Orga TV im Sommersemester 2008. Heute mit mir an der Seite der überaus charmante und sehr begehrte Clueso. Mit mir heute im Studio die nicht weniger charmante und nicht weniger begehrte Shaila. Hey. Hi. Schauen wir uns doch mal an, was wir heute für euch haben. Durchforscht. Die Bildungsministerin Annette Schavan bei uns im DFKI. Durchgefuttert. Orga TV im XXL-Restaurant. Ausgeparkt. Studenten gehen auf die Barrikaden gegen die Parkgebühren. Nachgefragt. Im Orga TV Interview Clueso. Aber zuerst einmal schauen wir uns mal an, was es Neues in der Welt der Medien gibt. Und zwar mit unseren News von und mit Christian Mühler. Deutschland ist bald Weltspitze im Internet. Jahrelang galt Deutschland als Nachzügler in Sachen PC und Internetverbreitung. Eine aktuelle Studie bringt nun das Bild von Deutschland als ewigem Nachzügler immerhin etwas ins Wanken. Der US-Konzern IBM und das Marktforschungsunternehmen Economist Intelligent Unit haben 70 Industrienationen auf ihre IT-Fähigkeit untersucht. Das Ergebnis sagt aus, dass sich Deutschland in den vergangenen 12 Monaten vom 19. auf den 14. Rang verbessert hat. Damit nähert man sich wieder der Weltspitze an. Allerdings muss man eine kleine Einschränkung hinnehmen, dass die Bevölkerung noch nicht richtig mitzieht. Nur 51% aller Deutschen haben einen Internetzugang. In Norwegen beispielsweise sind es bereits 88%. Jetzt aber los! Gratis Schüler bleibt bald bundesweit. Der Stuttgarter Jetzt Verlag will seine kostenlose, gleichnamige Jugendzeitung von September an jeden Monat bundesweit an 4000 Schulen herausgeben. Geplant ist eine Auflage von 300.000 Exemplaren. Damit würde das Blatt die Nummer 2 im Markt der kostenlosen Jugendzeitungen. Nummer 1 ist der Dresdner Spießer, der seit Herbst vergangenen Jahres bundesweit erscheint. Der Fokus der Themen liegt bei Jetzt im Bereich Entertainment und Wissen. Kahn als TV-Experte im Gespräch. Torhüter Oliver Kahn vom FC Bayern München wird nach dem Ende seiner aktiven Karriere möglicherweise zum Fernsehen wechseln. Der 86-fache Nationalspieler ist als Länderspielexperte beim ZDF im Gespräch. Fest vereinbart sei allerdings noch nichts. Kahn bestätigt jedoch Kontakte mit dem ZDF. Nach seinen Angaben liegt die Entscheidung über die TV-Zukunft nur bei ihm. Bisher kommentierten Trainer Jürgen Klopp vom Zweitligisten Mainz 05 und der Schweizer Schiedsrichter Urs Meier als Experten beim ZDF. Die Verträge der beiden laufen jedoch nach der EM aus. Hallo zurück im Studio. Da geht meine erste Frage doch direkt an Clueso. Sag mal, kann dein Kühlschrank mit dir reden? Mein Kühlschrank ist made in Korea, da gibt es also gewisse Verständigungsprobleme, aber ich bin dabei, ihm Deutsch beizubringen. Läuft ganz gut. Allerdings gibt es ein paar Kühlschrankkulturen, die durchaus gerne mal mit mir kommunizieren. Gut, das möchten wir nicht genauer erläutert wissen. Meinst du, unsere Bildungsministerin Schavan, die hat ordentlich was im Kühlschrank? Gute Frage. Würde mich gerne mal interessieren, was eine Ministerin, die katholische Theologie studiert hat, so alles im Kühlschrank hat. Ich weiß es nicht, aber vielleicht hat sie es uns ja verraten, wer weiß. Besuch an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Zuerst kam der saarländische Ministerpräsident Peter Müller, dann noch die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Dr. Annette Schavan. Grund war die Auftaktveranstaltung der Innovationsallianz Digitales Produktgedächtnis am DFKI in Saarbrücken. Zentrales Thema der Allianz ist die gezielte Markt- und Anwendungsorientierung und die Einbindung der beteiligten Gruppen, insbesondere in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.
intelligente Lösungen, die intelligentesten Lösungen zu finden. Genau das macht den kleinen Vorsprung auch im weltweiten Wettbewerb aus. Die vorgestellten Innovationen richten sich vor allem an den Verbraucher. So beispielsweise ein Kühlschrank, der nicht nur über Inhalt und Haltbarkeitsdatum Bescheid weiß, sondern auch misst, ob beispielsweise die Kühlkette bei dem Produkt eingehalten wurde. Schließlich kann man sogar mit seiner Hilfe einen Einkaufszettel erstellen. Sogar das Synchronisieren des Kühlschrankinhalts mit dem Handy ist möglich. Erleichterung für den Verbraucher soll auch dieses Gerät bringen. Durch einen Mikrochip in der Verpackung des Produkts erkennt das Gerät die Zutaten, die in dem jeweiligen Lebensmittel vorhanden sind. Der Vorteil, auf dem projizierten Bildschirm sind die Zutaten wesentlich besser zu lesen als auf der Verpackung. Darüber hinaus informiert das Gerät ausführlicher über bestimmte Inhaltsstoffe und informiert auch über Allergene. Was erhoffen Sie sich hier von diesem Projekt? Das Projekt, also die Innovationsallianz, die wir heute veröffentlicht haben, ist so etwas wie eine Revolution im Bereich von Logistik und Dienstleistung. Also künftig gibt es nicht mehr große Leitsysteme, die eigens installiert sind, sondern es gibt alle notwendigen Informationen am Produkt. Das ist für den Kunden praktisch, hilfreich. Denken Sie beim Lebensmitteleinkauf an viele Bürger, die Allergien haben, die sehr genaue Informationen brauchen über die Zusammensetzung der Nahrungsmittel oder auch an das Projekt, das wir hier gesehen haben, was Medikamentenversorgung angeht. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es immer mehr ältere Menschen geben wird, für die solche Informationen, solche Dienstleistungen auch ihre Lebensqualität, auch ihre gesundheitliche Qualität verbessern. Also es ist exzellent in der Grundlagenforschung, aber es ist auch höchst praktisch, wenn man die Ergebnisse sich anschaut, die hier angestrebt werden. Was würden Sie privat am ehesten nutzen? Nun, ich finde, dass diese Produktinformationen im Zusammenhang mit Lebensmitteleinkauf schon eine tolle Geschichte sind. Letzte Frage, Sie haben eben gesagt, der Standort Saarland sei sehr toll, sehr interessant für Studierende. Wenn Sie sich an Ihre Studienzeit zurückerinnern, was hätte Sie bewegt, ins Saarland zu kommen? Was hätten Sie toll gefunden am Saarland? Die Menschen und ihre Mentalität im Saarland, Landschaft, und die Nähe, Saarland ist ein Land an der Grenze zu Frankreich, die deutsch-französische Kultur, die hier auch spürbar ist und die viel Lebensqualität mitbringt. Also im Saarland studieren heißt nicht nur gut studieren können, sondern auch gut leben. Was hält Sie speziell an der Uni fasziniert, außer Studiengebühren? Na, diese Universität hat jetzt in der Exzellenzinitiative wichtige Projekte eingeworben und hat in den letzten Jahren doch einen wichtigen Prozess gemacht, um attraktiv für Studierende zu sein. Und wenn ich hier über den Campus gehe, dann finde ich, das kann Spaß machen, hier zu studieren. Noch eine allerletzte Frage zum Thema Studiengebühren. Wie wichtig oder unwichtig sind Sie? Studiengebühren sind wichtig für die Universität. Sie sind wichtig für die Studierenden, denn da, wo Gebühren gezahlt werden, wird sich auch eine Kultur entwickeln der Mitsprache, der Frage, wofür setzt ihr das ein? Studierende werden sehr viel stärker beteiligt sein, auch an der Entwicklung ihrer Universität. Und schließlich, Studiengebühren sind auch gerecht, denn viele im gleichen Alter finanzieren mit ihren Steuern unsere Hochschulen. Und ich finde, dann ist es richtig, zu sagen, einen kleinen Beitrag leisten die Studierenden selbst. Wichtige Voraussetzung ist, dass die, die es nicht unmittelbar während des Studiums zahlen können, gute Möglichkeiten haben, Kredite zu bekommen. Oder was ich mir wünsche, dass wir in Deutschland auch noch zu einem besseren Stipendiensystem kommen, als wir es jetzt haben. Ich weiß zwar jetzt immer noch nicht genau, wie viel Annette Schawan in ihrem Kühlschrank hat und was genau. Es scheint auf jeden Fall einiges mehr zu sein als in dem Kühlschrank, den wir im Beitrag gesehen haben, denn sie hat sich doch schon so ein bisschen darüber lustig gemacht und hat gesagt, boah, der ist ja echt leer. Die nächste Frage von mir an dich. Wenn ich jetzt spontan zu dir nach Hause kommen würde, wenn deinen Kühlschrank aufmachen würde, wären da genug Zutaten drin, um mir vielleicht einen Schnitzel zu braten?
Schnitzelbraten. Na gut, da bräuchte ich erstmal als Zutat einen Schnitzel natürlich. Ob ich das jetzt zu Hause habe, ist eher zu bezweifeln. Also mein Kühlschrank ist schon eigentlich recht voll, so im Durchschnitt für einen Studenten. Ich habe gerne viel zu Hause zum Essen, aber vom Schnitzel, also mit Ausnahme von dem hier, das ich mir jetzt ausnahmsweise mal als Snack für die Sendung besorgt habe, werde ich in den nächsten Wochen mal vom Schnitzel Abstand nehmen. Da stellt sich doch die Frage, warum er von den nächsten Tagen von dem Schnitzel ein wenig wegkommen will. Und das sehen wir uns in unserem nächsten Beitrag an. Groß, größer, XXL, so lautet das Motto im Tech-More-Restaurant in Saarbrücken. Mega-Burger, Riesen-Currywürste und XXL-Schnitzel warten hier auf ihre Herausforderer. Für die scheuen Gemüter gibt es natürlich auch normale Portionen. Aber Sinn und Zweck ist es, das 2,25-Kilo-Schnitzel zu bezwingen. Am Tag sind etwa 50 bis 60 durchlaufende Gäste. Das bedeutet im Monat etwa 850, 900 Kilogramm. Nur Schweinefleisch, da ist kein Pudel, kein Rind, nichts dabei. Geht vom 30 cm Burger über die 65 cm Currywurst bis hin zu 2,25 Kilo Master-Schnitzel, welches in einem Wettbewerb von 45 Minuten aufgegessen werden muss. Dann gibt es einen Gutschein über 20 Euro. Das Schnitzel braucht nicht bezahlt zu werden und noch eine schöne Urkunde dazu. Bis heute hat es aber noch keiner geschafft. Das heißt also, es wird Zeit, dass jemand vorbeikommt und endlich mal diesen Rekord einstellt. Natürlich hat Orga TV die Herausforderung angenommen und ihren besten Mann ins Rennen geschickt. Der, der schafft, kriegt auch dann das Recht, auf dieser Speisekarte mit seinem Vornamen aufzustehen. Alle Speisen kommen frisch auf den Tisch. Und wie sie zubereitet werden, seht ihr jetzt. So, ihr seht jetzt die dritte Sendung von Orga TV im Sommersemester 2008 und wir dachten, stellen wir uns mal ganz offiziell vor. Das ist also das Team des aktuellen Semesters und was wäre schöner als ein gemütliches Essen im Kreise seiner Freunde. Und deswegen sitzen wir hier im Techmall, das ist alter Restaurant. Und ich werde mich jetzt an diesem, naja, mittelmäßig großen Schnitzel probieren. Jedes Essen ein Burger. Da muss ich jetzt mal ganz gehässig schmunzeln, denn unser lieber Moderator hat so große Töne gespuckt. Aber in dem Beitrag kann man sehen, dass du dein Schnitzel nicht ganz aufgegessen hast und geschweige denn von den Pommes. Was war da los? Ich war an diesem Tag nicht in Bestform, muss ich ehrlich sagen. Zu meinen Top-Tagen hätte ich auf jeden Fall mal locker 50 Gramm mehr gepackt. Ich muss auch dazu sagen, da du mich ja vorhin gefragt hast, wie das bei mir zu Hause ist, wenn ich Schnitzel mache, dann schmeckt es auf jeden Fall noch einen Tick besser und dann ist das vielleicht eine bessere Voraussetzung. Vielleicht probiere ich es mal zu Hause und werde mir mal zu Hause 2,25 Kilo Schnitzel gönnen. Ja sicher, aber das Problem zu Hause ist, du hast gar keine Zeugen. Da kann natürlich jeder sagen, ich habe die 2,25 Kilo gegessen. Wenn du schon mal jetzt das Thema Zeugen ansprichst, dann muss ich ja sagen, dass ihr meine Zeugen nämlich bei diesem Schnitzelessen ja ganz fürchterlich abgeschnitten habt. Mit drei Leuten habt ihr nicht mal diesen
30 Zentimeter Burger gepackt. Das ist enttäuschend. Nun gut, wir waren Mädchen. Ich zähle jetzt mal unseren charmanten Aufnahmeleiter Christian Müller auch dazu. Und Mädchen achten natürlich auf ihre Linie, auf ihre schlanke Linie. Und da reicht ein bisschen von diesem wunderbaren Burger. Du wirst jetzt damit sagen, dass ich hier ein dicker Kerl bin, oder was? Ja, du könntest schon mal wieder ein bisschen was machen. Na, wird ja Sommer, vielleicht mache ich mal ein bisschen Sport. Das ist übrigens eine schöne Ankündigung für die Sendung nächste Woche. Da geht es unter anderem ums Thema Sport. Also schaltet mal ein. Vielleicht schwitze ich bis dahin ein bisschen und dann gehen mal ein paar Kilo flöten. Auf jeden Fall, wenn wir gerade beim Thema schlank sind. Schlank ist es auch auf dem Parkdeck der Uni, denn die Studenten dürfen da, zumindest manche Studenten dürfen da nicht mehr parken. Doch die neuen Parkgebühren, die schmecken nicht jedem so recht und die Studenten wehren sich. Ich bin die Estelle Klein, ich bin die Vorsitzende vom ASTA und wir sind heute hier versammelt, weil wir den Autokorso machen wollen zur Demonstration gegen die neue Parkregelung. Was glaubst du, was das ausrichten kann? Also zunächst ist ja unsere Zielsetzung, einfach mal unseren Unmut darüber auszudrücken, dass es diese neue Parkregelung überhaupt gibt. Wir wollen uns Gehör verschaffen, wir wollen Präsenz zeigen, dass wir uns damit nicht einverstanden erklären. Und zum Zweiten ist natürlich einfach noch unsere altbekannte Forderung, dass diese Regelung generell wieder gekippt wird und zurückgenommen wird, weil sie so in dieser Art und Weise überhaupt keinen Sinn macht. Und es kann nicht sein, eine Regel zu schaffen, bei der man dann 1000 Ausnahmefälle einräumen muss, weil vorne und hinten nichts klappt, und das Präsidium sollte sich eigentlich mal, bevor es was einführt, genau drüber nachdenken und bedenken, was man da anrichtet, und nicht erst im Nachhinein kommen und Zugeständnisse machen. Denkst du denn, dass genug Studenten mitmachen werden? Also bis jetzt sind wir 17 Autos, das ist ja schon mal was. Wir versuchen jetzt noch Autos zu akquirieren, weil je mehr Autos, desto besser, das ist natürlich ganz klar. Und wie lange soll der Kurs so dauern? Ich schätze mal, dass wir 5 Runden drehen werden mit entsprechendem Hubkonzert und dass es schon ankommt. Das Präsidium weiß auch Bescheid und die sitzen, glaube ich, schon auf glühenden Kohlen und gucken, was jetzt passiert oder was eben nicht passiert. Aber es wird auf jeden Fall was passieren, dafür sind wir da und dafür stehen wir auch. Okay. Können Sie uns kurz ein paar Aussagen dazu geben, was Sie von der Lage hier halten? Halt ihr zu oder warten wir, bis es wieder auflöst. Haben Sie sowas an der Uni schon mal erlebt? Nee, bis jetzt noch nicht. Ich fahre jetzt etwa 10 Jahre und ja, also eigentlich noch nicht. Aber die haben sicher ihren Grund dafür. Ja. Wie findet ihr mal der Streik organisiert? Ja, es war vielleicht noch zu klein. Es hat schon eine gewisse Wirkung, aber es wäre schöner gewesen, es hätten sich mehr Leute angeschlossen. Es wurde eben relativ kurzfristig erst vom ASTA bekannt gemacht, dass was ist. Aber ich denke, es hat trotzdem schon seine Wirkung gebracht. Was glaubst du, welche Wirkung genau? Ja, wir haben darauf aufmerksam gemacht, auf die Problematik, dass es für Studenten, die hier schon Studiengebühren zahlen, jetzt eben zusätzliche Belastung darstellt, dass man noch Parkgebühren zahlen soll, die doch in erheblichem Umfang im Monat sich zusammenlaufen. Und ich hoffe, dass die Überlegungen bei der Verwaltung der Uni doch nochmal irgendwie in Gang kommt jetzt nach dieser Aktion. Was sagst du zum Streik? Ja, super geil. Die Leute machen toll mit. Das ist genauso, wie man sich's vorstellt. So muss eine Demo sein. Ein Traum. Wir blockieren alles, was nur geht. Wir hupen wie die Wilden. Perfekt. Sehr geil. Sehr geil. Ich bin total begeistert, dass es noch engagierte Studenten hier auf dem Campus gibt. Die Radiosender spielen auch mit. Wir haben es gerade eben bei unser Ding gehört. Wie hast du das organisiert? Ja gut, also unser Ding hat uns ja schon letzte Woche begleitet, als wir unsere Aktion am Parkhaus gemacht haben und für den Autokorso geworben haben und haben gesagt, sie bleiben gerne am Ball. Gerade bei unser Ding sind ja auch arbeiten viele Studenten. Unser Ding richtet sich an Studenten und von daher ist das ganz okay. Saarbrücker Zeitung spielt auch mit, die waren heute Morgen auch schon da. Und ich denke, wir bekommen eine entsprechende Medienresonanz und nochmal eins drauf für das Präsidium, nochmal eins auf den Deckel. Ganz kurz noch, was sagt Herr Lindeweber dazu? Ist er da? Herr Lindeweber ist da. Herr Lindeweber hat den Parkwächtern hier an der Pforte strikte Anweisungen gegeben. Es soll halt schon kontrolliert ablaufen, aber er versucht uns natürlich Steine in den Weg zu legen, was ich wieder nicht in Ordnung finde. Aber das Präsidium ist informiert und ich denke, bei dem Lärm hat auch der Herr Lindeweber davon Kenntnis genommen, dass hier Studenten sind, die sich wehren.
Und er ist vorher, der ist an der Uni, weißt du Bescheid? Er ist da, er sitzt gerade im Sitzungssaal vom Präsidialbüro und hat dort eine Sitzung. Linde, 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 Linde. Schade, ich hätte es auch mal gut gefunden, wenn mal wieder der alte Schlachtruf Ho 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 Chi Minh kam, gekommen wäre, aber naja, auf jeden Fall, zwar bezahle ich keine Parkgebühren, ich darf noch parken, was nichts mit OrgaTV zu tun hat und auch nichts mit Trickserei, aber ich finde es gut, dass die Studenten mal wieder wehren und Thema Parkgebühren ist wirklich heikel und ich denke auch nicht unbedingt gerechtfertigt, so wie es momentan geregelt ist. Trickserei vielleicht nicht, aber liegt es vielleicht an deinem Star-Image, dass du trotzdem hier an der Uni parken darfst? Mein Star-Image? Naja gut, als Star genießt man natürlich gewisse Privilegien. Mag sein, dass das der Grund dafür ist. Nun gut, lieber Clouseau, welche Privilegien und was du noch so in deinem spektakulären Leben erlebst, das sehen wir uns dann doch jetzt mal an. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Beziehungsweise, dass wir zu dir kommen dürften, um mit dir ein bisschen zu plaudern. Clouseau, der Name kommt aus dem Film Rosa Rosa Panther. So, in Anlehnung an Inspektor Clouseau. Ist das denn dein Lieblingsfilm? Jein. Es ist ein Film, den ich sehr cool finde, weil ich Peter Sellers cool finde, den Schauspieler. Und es ist ein Name, den ich mehr von Freunden gekriegt habe. Und es kommt aber von dem Pink Panther, von dem Inspektor Clouseau, den Peter Sellers gespielt hat, und die fanden das halt stimmig, weil ich so eine schizophrene Herangehensweise habe. Ich bin im täglichen Leben eher so ein bisschen ruhiger oder tauche halt erst auf und dann aber auch nicht immer super teil, sondern schmeiß Sachen um, bin halt tollpatschig und dann gehe ich trotzdem auf die Bühne und rock die Leute, und das fanden sie irgendwie so Clouseau-mäßig. Typ, der völlig unorganisiert ist, keinen Plan hat, kein Konzept managt und trotzdem am Ende den Fall löst. Kommen wir nochmal zu deiner Musik. Also wenn ich mir den Text von Keinen Zentimeter anhöre, gilt auch für andere Texte von dir, dann muss ich sagen, es ist doch schon irgendwie ein Genuss für jeden Lyrik-Fan. Was bedeutet dir denn Sprache? Na, mir bedeutet Klang viel. Also ich gehe in erster Linie total nach Klang. Ich suche halt, die deutsche Sprache ist halt wie klingonisch irgendwie. So muss man immer die ganze Zeit umdenken und überlegen, aber sie hat viel zu bieten. Es gibt halt Wörter wie Mutterseelen allein, gibt es halt im Englischen gar nicht, oder Zeitlupe oder so. Es gibt so geile Wörter, und wenn man länger überlegt, ist es cool. Ich finde, ich liebe dich klingt sehr ungelenkig. In welcher Sprache klingt denn ich liebe dich am schönsten? Na, im Englischen klingt es cool. Love, also love, oder ich glaube in jeder anderen Sprache außer im Deutschen klingt es, glaube ich, ganz cool. Da muss man überlegen im Deutschen, dass man das umschreibt, aber dafür hat halt die deutsche Sprache eine sehr bildhafte Sprache und sehr detailliert. Ich setze halt viel, arbeite lange an den Texten, dass die cool klingen. Mhm. Das heißt, Clouseau wird nie ich liebe dich sagen? Weiß ich nicht, vielleicht breche ich das dann auch irgendwann mal wieder und bringe so einen Raus, der nur ich liebe dich. Aber ich glaube nicht. Auch dich, hast du es jemals schon gesagt in deinem Leben? Nee, ich habe es immer umschrieben und das kann man auch sehr gut machen und dann weiß man auch, was gemeint ist, und es hat dann auch ein bisschen mehr Gewicht. Kommen wir mal ein bisschen zum Verlauf deiner Karriere. In den letzten Monaten ist viel passiert. Du warst Zweiter beim Bundesdeutschen Song Contest, knapp geschlagen, hattest dann unter anderem auch vorher und nachher Touren mit Grönemeyer, Fanta 4, den Helden. Wann ist es denn soweit, bis sie dich supporten werden? Ach, um Gottes Willen. Ist es eher soweit, dass wir jetzt eine Tour spielen, die ausverkauft ist, zum ersten Mal. Und dass wir so, sag ich mal, selber so wachsen, dass ich auch. Ich habe nie viel von Features auf Alben gehalten, wenn das nicht passiert ist. Und jetzt habe ich ein Album rausgebracht, da ist eigentlich gar kein Feature drauf, außer Spooky, eine Sängerin. Ich finde es halt cool, wenn man so gesund wächst und größer wird, das finde ich schon cool. Wir kommen jetzt in die Situation, dass wir selber überhaupt irgendeine Band mit auf Tour nehmen können, auf der nächsten großen im November. Ja. Und da gucke ich schon rum, welche Künstler, was finde ich interessant und welche Künstler sind so in der Musik drin und bringen eine Macke mit und machen so viel Mucke, dass es eben was bringt, dass sie mit auf Tour kommen, dass sie eben danach ein Album rausbringen oder einfach liefern.
Vielleicht mal ganz kurz zu der Natur. Ich habe mal im Internet ein paar Fanmeinungen gelesen. Die haben, also einige Fans haben sich auch kritisch geäußert, haben gesagt, verdammt, jetzt ist Clueso kein Geheimtipp mehr, jetzt werden die Tickets teurer und die 12-Jährigen hängen auf den Konzerten rum. Naja, also wir meiden schon ziemlich, also wir, ich glaube, wir haben letztes Jahr oder mehr Sachen abgesagt als zu. Also viele Sachen einfach nicht gemacht und ich weiß selber, dass ich eine Teenie-Fresse habe und das, deswegen meiden wir auch die Teenie-Presse. Ich finde es aber auch doof, denen das vorzuenthalten, warum sollen die ganze Zeit Britney Spears hören. Bis jetzt ist es noch cool, also es ist eine gesunde Mischung. Wenn man mal auf ein Konzert geht von uns, dann sieht man eben, dass manchmal sogar ganze Familien kommen. So. Also, dass Leute aus dem Reggae kommen, dass Leute aus dem Hip-Hop kommen, dass Leute aus dem Rock. Dabei sind musikbegeisterte Leute, die die Band cool finden, weil das gute Musiker sind. Und natürlich ist die erste Reihe ein bisschen kürzer. Das ist aber auch okay. Also ich finde so dieses, jetzt ist er kein Geheimtipp mehr. Ich meine, ich will natürlich mein, das, was ich erzähle, unter die Leute bringen und auch viele Leute erreichen. Und mit Grönemeyer war es so eine Möglichkeit, mal reinzuschnuppern, ist denn überhaupt, sind ganz viele Leute was für mich. Und ich wie war es mit Grönemeyer? Das war extrem cool, also die ersten Tage nicht, weil natürlich Wahnsinn ist, so ein Stadion, 40.000 Leute, das ist, kann man gar nicht begreifen. Und dann irgendwann will man die Bude auch rocken und wenn es dann rockt, dann merkt man, okay, das ist schon cool, so eine gekesselte Masse zu begeistern, die sich fast auch selber begeistert und zum Zuhören zu bewegen, ist interessant, also das gefällt mir sehr. Natürlich nur mit Abwechslung. Wir haben noch ein Jazz-Trio, mit dem wir auf Tour gehen und kleine Konzerte spielen, Geheimkonzerte in irgendeinem Keller, nur Mundpropaganda oder den Namen ständig ändern. Ich brauche immer die Abwechslung und das ist auch, ich glaube, so, dass der Independent-Charakter immer noch mit drin ist. Wir können gar nicht anders. Der wird auch bleiben, ähnlich wie es jetzt immer noch auch bei den Toten Hosen ist, die nach wie vor noch Wohnzimmerkonzerte spielen. Na klar, das fetzt ja auch. Also es ist ja auch geil. Also wir nur große Sachen und abgeschottet zu sein und irgendwie. Ich weiß, wenn ich jetzt ein Konzert gebe und 2 Stunden lang Leute begeistert, dass ich danach nicht in die Masse gehen kann und mittanzen. Das ist völlig blöd, weil dann wollen alle ein Autogramm haben, sind natürlich aufgegeilt und heiß. Das ist natürlich Quatsch. So, dann hau ich schnell ab. Aber vom Prinzip her bewege ich mich in meiner Stadt frei, gehe auf Partys, werde Wohnzimmerkonzerte geben oder kleine Sachen machen und auch mit unbekannten Künstlern arbeiten überhaupt ganz normal bleiben, weil ich ein Umfeld habe, das auch ganz normal ist. Schön, dass du sagst, aufgegeilt und heiß. Ich habe erst die Tage ein Interview gelesen von dir und da hast du noch gesagt, früher in einer wilderen Hip-Hop-Zeit war das mit Groupies doch schon gelegentlich so eine Sache. Dann ist es doch schon näher gekommen. Na, zumindest hat man da den Rock'n'Roll, sag ich mal, ausprobiert. Einfach so das Rock'n'Roll-Leben. So auf Tour gehen, nach dem Konzert noch schön Party machen irgendwie, dann 15, 16 Groupies und solche Geschichten auch mal ausprobieren und mal irgendwo anders pennen, das ist jetzt alles viel gesetzter, viel cooler. Man ist froh, wenn man ein Privatleben hat, weil ich viel Privates in meiner Musik lasse, deswegen versuche ich das auch zu safen, so ein bisschen wie Columbo, seine Frau, weiß man auch nicht, wie die aussieht. Und versuche natürlich auf Tour, nutze ich eigentlich die Gelegenheit, um mich fit zu machen. Also ich trinke dann keinen Kaffee zumindest, Espresso, wir trinken keinen Alkohol, weil du schaffst es auch nicht. Ja? Wenn du 5 oder 6 Konzerte hast hintereinander, ist es einfach scheiße für eine Stadt, wenn du kommst und bist total im Arsch. Kommen wir noch ganz kurz aufs neue Album zu sprechen. So sehr dabei heißt's. Ja. Wobei bist du denn so sehr? Na, in der Musik. Ich bin zu 150% das, was ich tue. Und hänge so knietief drin und wir alle auch. Also praktisch ist das Projekt Clueso, was man ja trennen muss, auch von meiner Person, gewachsen. Da hängt so viel dran und wir hängen alle, sind alle dabei eigentlich. Sowohl die Fans, die mit uns gewachsen sind, das ist ja nicht so, dass wir von heute auf morgen so, boah, sondern die Leute kennen uns ja schon länger und kennen auch alte Sachen. Die sind so sehr dabei und beobachten das mit, wir sind so sehr dabei. Auf Tour sind meine ganzen Freunde dabei, also jeder Techniker sind alles Freunde. Leute, die ich schon länger kenne. Tja, wir hängen einfach da drum und der Name hat gepasst. Das war Clueso für euch. Das war das Interview mit Clueso und ich habe richtig hingesehen und irgendwie gar keine Ähnlichkeit mit meinem guten Kollegen entdecken können. Möchtest du die Zuschauer vielleicht noch zum Ende aufklären? Du meinst, weil ich ganz alleine versucht habe, mit irgendeinem T-Shirt irgendjemanden zu imitieren? Genau. Und das nicht so recht geklappt hat. Okay, also ich bin weder ein Star, noch habe ich Groupies, noch packe ich einen 2,25 Kilo Schnitzel. Eigentlich
kann ich offensichtlich viel zu wenig und bin jetzt echt als Pfeife geoutet. Allerdings, wohlgemerkt, darf ich umsonst auf dem Campus, nicht auf dem Campus, aber auf dem Parkdeck parken. Nun gut, ob du wirklich gar nichts kannst, das kannst du dir dann noch nächste Woche vielleicht in dieser Sportsendung unter Beweis stellen. Genau, denn dann werde ich das 2,25 Kilo Schnitzel, zumindest das bisschen, was ich davon gepackt habe, wieder abtrainieren. Beziehungsweise ich hoffe, dass ich es bis dahin abtrainiert habe. Denn nächste Woche in unserer Sendung ist der Schwerpunkt das Thema Sport. Also schaltet wieder ein. Macht's gut, schönes Wochenende, schöner 1. Mai und überhaupt. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder, wie immer, 18.18 Uhr auf orga.tv.